Dann bleib doch bei deiner ölverschmierten Möchtegern-Schauspielerin. Warum regst du dich denn eigentlich so auf? Ich habe doch nur gesagt, dass ich sie ganz okay finde. Dir gefällt doch nur ihr Job. Immer im Mittelpunkt stehen mit dieser bescheuerten Autofahrerei. Als ob das nicht jeder könnte. Jetzt übertreibst du aber, Nancy. Ha, dich würde ich gerne mal beim Autofahren erleben. Bist du dir überhaupt sicher, dass du weißt, wie viel Räder ein Auto hat? Wie bitte? Die einzige Sache, die du doch an einem Auto kennst, ist die Bar in deinem Rolls-Royce. Na warte, Dickhard, das hast du nicht umsonst gesagt. Du wirst dich noch wundern, du Möchtegern Casanova. Dicke Luft hier, oder? Ach, du, Mark. Du hast das mitgekriegt? So weit konnte man gar nicht weg sein, um dieses Geplärre nicht zu hören. Na ja, sie beruhigt sich auch wieder. Was ich von unserem Regisseur nicht behaupten kann. Los, los, Leute. Alles auf die Plätze. In 3 Minuten beginnt die Szene. Aber ich würde mir gern noch mal den Wagen... Ja, haben Sie denn immer noch nicht kapiert, dass ich Ihrem Sohn Mark diese Spinnerei nicht abkaufe, Weller? Wir haben schon genug Zeit verloren. Wir fangen an. Und zwar sogleich. Achtung! Action! Tja, okay, Big Boss. Wenn was schief läuft, das geht auf deine Kappe. Hallo, Michelle. Michelle, kannst du mich hören? Klar und deutlich, Mike. Also, heute ist eigentlich alles sehr einfach. Du überholst die vor dir fahrenden Wagen und machst eine 360-Grad-Drehung mit der Handbremse. Ich werde dir das Kommando geben. Alles klar? Alles klar, Mike. Und drück mir die Daumen. So viel ich habe, Baby. Achtung! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Und jetzt pass auf, Michelle. Jetzt die Handbremse. Oh, sie funktioniert nicht. Das gibt's doch nicht. Keine Angst, Mike. Das haut auch so hin. Kombiniere. Schaltet einen Gang runter, schlägt das Lenkrad hart ein und gib Vollgas. Na bitte, da haben wir es doch schon. Prima, Michelle. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Ich habe das Handbremsseil gekappt und trotzdem hat dieses Teufelsweib den Stand fehlerfrei hinbekommen. Vielleicht ist sie doch gar nicht so unfähig. Zumindest nicht so unfähig wie du, Frankie Boy. Ich schaff das schon noch. Ich brauche nur noch eine Chance. Herr, schrei doch noch lauter. Drüben steht doch der Bengel vom Carrera-Team. Mit dem habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen, wenn ich an mein Bein denke. Mike, stell dir vor, was ich eben mitbekommen habe. Dieser Frank Hartmann hat eben Nancy Plummer etwas von einem gekappten Handbremsseil erzählt. Und als die beiden weggegangen sind, hat er gehumpelt. Ehrlich, ich hab's gesehen. Du weißt schon, die Sache mit dem Bein und so. Ach, Mark, hör doch auf. Nancy Plummer und dieser Hartmann sollen etwas mit den Sabotageakten zu tun haben? Das kann ich nicht glauben. Sicher, so sonderlich sympathisch finde ich Nancy Plummer auch nicht, aber... Ist doch ganz logisch, Mike. Dave Hart ist Nancy Plummers Freund. Und nun macht er unserer Michelle schöne Augen. Was muss ich da hören? Also, Bruderherz, jetzt übertreibst du aber wirklich ein bisschen. Na, ist doch wahr. Er flirtet mit dir. Und so geht's weiter. Nancy Plummer wird sauer und will dich aus dem Filmteam raushaben. Wie geht das besser als durch das Vortäuschen von Pannen bei unseren Stunts? Wir werden entlassen und durch irgendein anderes Team ersetzt. Ist doch logisch, was ich sage, oder? Nichts gegen deine kriminalistische Spürnase, Mark. Aber diesmal gehst du entschieden zu weit. Das ist absoluter Quatsch. Leider begriffen wir zu spät, wie richtig Mark kombiniert hatte. Als nächstes war am Nachmittag eine Langstreckenverfolgung von 2 Rennwagen zu drehen. Mike hatte das Bremsseil ersetzt und war mit mir und Mark zum Essen gegangen. Offenbar konnten bestimmte andere Leute auf ihre Mittagspause verzichten, wie sich später herausstellte. Womit ich mit bestimmte andere Leute Frankie Boy Hartmann meine, der doch tatsächlich in dieser Zeit die Radmuttern der beiden Vorderräder angesägt hatte. Aber auch Nancy Plummer trat jetzt höchstpersönlich auf den Plan. Und das sollte ich bald zu spüren bekommen. Hallöchen, meine Teure. Könnte ich Sie mal einen Moment sprechen? Ach, kommen Sie doch gerade mit in die Garderobe rein, Nancy. Aber ich habe nicht viel Zeit. Die Szene beginnt gleich. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte Sie auch eigentlich nur um Ihre Meinung zu meinem neuen Dress fragen. Hey, das sehe ich ja jetzt erst. Sie haben einen Rennfahrer-Overall an. Den gleichen wie Sie, meine Liebe. Und dazu werde ich mir jetzt auch noch Ihren Helm aufbauen. Hey, Finger weg, was soll das? Sie sind ein bisschen zu langsam, Kindchen. Übrigens, den Schlüssel zu Ihrer Garderobe habe ich mir vorher schon besorgt. So, und nein damit. Übrigens, Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Ich werde eine würdige Vertreterin beim Stunt sein.
Wo bleibt denn Michelle nur? Wir haben in letzter Zeit doch wahrhaftig genug Ärger gehabt. Stimmt. Und wenn ich zum Regisseur rüberschaue, ich fürchte, der explodiert gleich. Auf jeden Fall ist er schon knallrot im Gesicht. Na endlich, da kommt Michelle ja. Na, na, Mädel, drück mal ein bisschen drauf. Warum fährst du denn heute so lahm? Okay, der Regisseur hat auch mitbekommen, dass sie da ist. Gleich kommt die Klappe. Mike, Mark, könnt ihr mich hören? Sicher, Michelle, alles klar. Nancy hat mich in der Garderobe eingesperrt. Sie will den Stunt selber fahren. Gerade eben erst ist mir mein Funkgerät eingefallen. Schnell, holt mich hier raus. Schnell, Mark, hol mich schnell da raus. Ich muss rüber zum Regisseur. Der Stunt... Aber Nancy Plummer fährt schon los. Stopp, stopp, aufhören, unterbrechen Sie die Aufnahme. Warum brüllen Sie denn so rum, Weller? Läuft doch alles bestens. Nancy Plummer sitzt hinter dem Steuer des Stuntwagens. Was? Mein Gott, und ich habe die Radmuttern angesägt. Was sagen Sie da? Was haben Sie gemacht? Da sind Sie denn wahnsinnig geworden. Schnell, wir müssen... Zu spät. Die Katastrophe war da. Bei der hohen Geschwindigkeit, die Nancy Plummer mittlerweile drauf hatte, waren die Radmuttern an den beiden Vorderrädern gerissen. Mit voller Wucht knallte der Wagen in die Seitenabsperrung. Sofort eilten Helfer, Krankenwagen und Feuerwehr zum Unfallort. Im letzten Moment konnte Nancy Plummer aus dem Wagen geborgen werden, bevor dieser explodierte. Sie wurde mit Knochenbrüchen und Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Frank Hartmann wurde verhaftet und seiner gerechten Strafe zugeführt. 2 Tage nach diesem Ereignis wurden Michelle, Mark und ich zu einer Besprechung in das Büro der Filmgesellschaft gebeten. Dort erwarteten uns Dave Hart und ein völlig ausgewechselter Regisseur. Tja, Frank Hartmann hat ein Geständnis abgelegt. Nancy Plummer wird für mindestens 6 Monate im Krankenhaus liegen und danach wird sich die Justiz mit ihr unterhalten müssen. Aber nun zu dem Grund, warum wir Sie hergebeten haben. Wie Sie wissen, haben wir bis jetzt ja nur die Stunts des Films im Kasten. Das heißt, jetzt geht es an die restlichen Szenen des Spielfilms. Und nun ist durch besondere Umstände, die Ihnen ja bekannt sind, die Rolle der Hauptdarstellerin wieder frei zu besetzen. Es ist mir gelungen, die Bosse von der Filmgesellschaft zu überzeugen, dass Sie die richtige Frau für die Rolle sind, Michelle. Was sagen Sie dazu? Ich? Ach, ich weiß gar nicht, ob... Aber klar doch! Sicher will sie. Und sagen Sie, hätten Sie nicht noch eine Rolle für einen Jungen in dem Film? Also das war eine Entwicklung, die wirklich niemand hatte voraussehen können. Nachdem alle Missverständnisse geklärt waren und der Regisseur sich mindestens 5-mal bei mir entschuldigt hatte, wurden wir uns einig. Natürlich hatte ich vorher bei Big C, dem Rennstallleiter von Carrera, angerufen und mit ihm alles abgesprochen. Na und Mike, was hat Big C dazu gesagt? Von ihm aus grundsätzlich alles klar. Er hat nur einen Vorschlag zu machen. Und der wäre? Der Titel sollte von Öl auf der Piste in Carrera geht in Führung umbenannt werden. Und außerdem fragt er, wann er endlich ein Autogramm von dir bekommt, Michelle. Und wenn ihr diese Melodie demnächst wiederhört, erlebt das Carrera-Team Abenteuer Nummer 9, Asphalt-Cowboys.